Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und heute geht es um die App Apinio. Wieder eine App mit Umfragen. So, los geht's mit Apinio über diese App. Es geht darum, dass du Umfragen erhältst und diese halt beantwortest, die Fragen. Dann kannst du weiter am Level aufsteigen und damit Gutscheine verdienen. Vergleiche deine Meinung, befrage tausende Menschen. Gutscheine verdienen und soziale Projekte unterstützen. Du bleibst anonym, das ist immer wichtig. Und die App enthält keine Werbung. Übrigens, die Altersfreigabe ist hier ausgeschildert ab 0 Jahre. So, wie immer registrieren. E-Mail, Passwort. Alles klar. Na dann, registrieren. Die oder das Nutella? Das Nutella-Glas. Okay. Gut, Level 1 bin ich. Das sieht man oben links. 50 Coins habe ich. Okay. Ah, hier sieht man nochmal 50 Coins entsprechen 5 Cent. Da sieht man dann nochmal meine Platzierung. 26.487. Was hat man dann da noch so Schönes? 2 von 27 Quickies fürs Level ab, also brauche ich noch 25 Stück. Steige Level auf und schalte Funktionen frei. Okay, Coins, wie gesagt, 5 Cent. Es gibt zwei Arten von Umfragen: Kurzfragen, die Quickies, und die richtigen, die aus mehreren Fragen bestehen. Was man so kennt, ne? Ganz normale Umfragen. Monatsranking zeigt, wer die meisten Quickies beantwortet hat. Okay, Like-Ranking. Die meisten positiven Bewertungen, okay. Gucken wir mal auf meine Fragen. Hier fehlt doch was. Du hast noch keine eigenen Fragen gestellt. Erstelle jetzt kostenlos deine eigene Umfrage. Schreiben wir einfach mal, was ist dein. Oh, da haben sogar schon wieder welche geantwortet. Ah, 67%. Au, 71%. Das geht ja richtig ab. Beim Lieblingstier gab es noch nichts, aber hier geht es ja richtig los. Aha, ab und zu gibt es für das Beantworten eines Quickies Coins. Sammel ihn ein. Aha, da muss man da oben auf den Coin klicken. Nicht vergessen. So, dann wieder wegwischen. Und dann kann man oben schön sehen, dass der Balken immer voller wird und dass es nicht mehr weit ist bis zum nächsten Level. Super, Level 2. Den Aufstieg, neue Funktionen. Als kleines Taschengeld erhältst du hier mit 50 Coins. Klasse. Mehr Prämien habe ich jetzt hier erstmal nicht zur Verfügung. Also sind das im Prinzip Gutscheine. Was kriegt man denn bei Amazon für 10.000? 10 Euro. Also das ist nicht direkt jetzt Geld verdienen, sondern für diese vier Sachen jetzt Coins anzusammeln und dann dementsprechend einen Gutschein kann man sich dann holen. Oh, hier ist gerade noch mal eine Umfrage reingeflattert. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen. 750 Coins gibt es dafür. Dann schauen wir uns das mal an. Also 750 Coins, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 75 Cent. So, das war jetzt die erste Umfrage. Wie man das oben sehen kann bei den Coins, ja, ich habe die vollen 750 Coins bekommen, das heißt 75 Cent für die kurze Zeit und für die paar Fragen muss ich sagen, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. 4 von 5 Sterne. Ist total schlicht, einfach gehalten. Und ja, Level Nummer 1 ging ziemlich schnell. Was Level Nummer 2 sagt, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass die Umfragen anscheinend keine Auswirkung haben. Zumindest eine minimale Auswirkung, wenn überhaupt, zu den Levelaufstiegen. Mal schauen, ob sich das denn lohnt, diese App zu nutzen und wie lange das dann überhaupt dauert, bis man dann zum Beispiel einen Amazon-Gutschein hat.
oder dann halt Geld spenden kann für die Bäume. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein.